Hier spricht Annelie von der Reise zu deinem Sein. Wenn du mit deiner Dualseele zusammenkommst, und zwar nach der Trennung, also nicht beim ersten Mal, sondern irgendwann später, wird es dann irgendwann für immer sein? Diese Frage habe ich schon so oft gehört und sofort schießt mir eine Gegenfrage durch den Kopf. Ja, was ist denn immer? Was ist immer? Und wahrscheinlich ist die Lebenszeit gemeint, ob du deine ganze Lebenszeit mit deiner Dualseele beisammen bist. Aber auch da muss man sagen, nein, natürlich nicht. Menschen trennen sich immer oder werden getrennt. Und sei es durch den Tod irgendwann oder auch bald. Aber das ist nicht die Frage, glaube ich. Ich glaube, die Frage so zu verstehen, kann ich dann eine absolut feste Partnerschaft mit diesen Menschen führen und werden wir gemeinsam durch dieses Leben gehen? Und wie alles bei Dualseelen ist auch hier die Antwort wahrscheinlich vollkommen unüblich. Es gibt keine feste Partnerschaft. Diese feste Partnerschaft ist so und so eine Illusion. Und gemeinsam durch das Leben gehen kann man, auch wenn man nicht täglich beisammen ist. Man kann sogar theoretisch an einem gemeinsamen Strang ziehen, wenn man in Trennung lebt. Wer sagt, dass das nicht möglich ist? Es ist so vieles möglich. Aber eines ist ganz klar: Solange du nicht mit deinem Sein, also mit der Seele deiner Dualseele verbunden bist, und solange du die Aufmerksamkeit auf diesen Menschen richtest, der da irgendwo herumgeistert in der Welt und den du beobachtest, wenn du es kannst, und wenn du es nicht kannst, ihn am liebsten beobachten würdest, solange das ist, gibt es auch kein körperliches Zusammenkommen, weil darum geht es ja in letzter Konsequenz, um das körperliche, räumliche Zusammenkommen. Das ist dann unmöglich, wenn einmal die Trennung stattgefunden hat und die Energien so abstoßend sind, diese irdischen Energien von euch beiden stoßen sich ab und du als der Teil, der festhalten will, weil er das ja alles schon versteht, reagierst eben anders. Aber du weißt auch, dass genau das der Fall ist. Und der andere Teil meint, die Situation lösen zu können, indem er so tut, als gäbe es dich nicht mehr. Und er hofft dann eben, dich irgendwann zu vergessen. Und das wird jedes Mal passieren, wenn du intensiv an ihn denkst, etwas tust, um Klarheit über ihn zu verschaffen. Ich spreche jetzt zum Beispiel über Tarotkarten legen. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf ihn konzentrierst, wie kannst du die abziehen? Das ist ja schwierig, weil das Universum dir ja immer wieder Dinge schickt, damit du an ihn denkst. Also vergessen sollst du ihn ja nicht. Und du kannst ja ziemlich sicher sein, das wird auf der anderen Seite auch so passieren. Er wird dich nicht vergessen. Wenn du das einmal als gesichert annimmst, wäre ja schon ein Teil deiner Angst erledigt. Er wird dich niemals vergessen. So gesehen seid ihr immer zusammen. Es gibt
kein Auseinanderkommen mehr. Aber erst wenn du dein Sein kennengelernt hast, mit ihm in Harmonie, Übereinstimmung und einem offenen Ohr an dein Sein lebst und seine Impulse umsetzt in deinem Leben, jeden Tag in Kreativität, in alles, was du jetzt in diesem Augenblick tun kannst, weil du bekommst ja Dinge in dein Leben gespielt und sei es nur ein Stein, der irgendwo am Weg liegt, mit denen du etwas machen kannst, etwas erschaffen kannst. Und ja, auch wenn du zum Beispiel Geld bekommst, dann kannst du damit etwas erschaffen. Das ist deine Aufgabe, das zu tun, das Richtige. Das Richtige ist das, was deine Seele von dir möchte, was deiner Seele entspricht. Dann lebst du nämlich deine Seelenaufgabe im Hier und Jetzt. Und wenn du das tust, wenn du ja dich deinem Sein als der Lehrmeister, der ein bisschen mehr weiß als du als Mensch, unterordnest, hingibst, dann wird die menschliche Form deiner Dualseele zu dir zurückkommen. Sie wird es immer wieder tun. Und sie muss es tun. Es ist fast wie ein Gesetz. Insofern könnte man ja auch sagen, also immer, ja, immer. Aber in dem Moment, wo du dann deine Aufmerksamkeit auf diesen Menschen richtest, passiert wieder das Gegenteil. Wenn du dein Sein vergisst, verlierst irgendwo in dieser Welt und sagst, ja, ich werde dann schon später meditieren, das ist es nicht. Du musst mit deinem Sein jede Minute, jeden Moment des Tages leben, so gut es geht, ja. Und das geht durch Übung, das geht durch Übung. Durch Übung kannst du das lernen. Und es wird dann einfach zum normalen Zustand für dich. Und diesen normalen Zustand nennt man oder nenne ich dann das Erwachen. Du lebst dann, du drückst dann als Mensch dein Sein aus in dieser Welt. Und das ist deine Aufgabe. Darum geht es. Dass dann von deiner Dualseele eine Unterstützung kommt und dass du schöne Zeiten mit ihm oder ihr verbringst, das steht auf einem anderen Blatt. Das wird passieren und es wird immer passieren. Solange ihr beide auf dieser Erde lebt, wird es euch immer dann zusammenziehen, wenn du in dein Sein kommst. Das ist deine Aufgabe. Und das ist auch meine Aufgabe, dass hier diese Möglichkeit, die es für uns, euch Dualseelen gibt, aufzuzeigen. Achtung, genau darum geht es. Es heißt ja Dualseele und nicht Dualpsyche. Es geht um dein spirituelles Erwachen und um die Seelenarbeit. Ja, die wird von dir verlangt. Warum von dir? Weil du offensichtlich der Teil in der Beziehung bist, der vorausgehen muss. Der andere kommt dann schon nach. Wahrscheinlich, du hast dich darum nicht zu kümmern. Aber dein Weg muss klar sein. Und dann kommt immer der andere Partner wieder zurück, solange er kann. Es ist schon klar, wenn er nicht mehr lebt oder eingesperrt ist oder das andere wirkliche
Hindernisse gibt. Nicht, aber das Prinzip ist ja, diese Verbindung besteht für immer. Ja, und sie, jetzt gibt es da noch Leute, die sagen, naja, ich will ja nicht nur das so auf geistiger Ebene. Nein, das ist nicht auf geistiger Ebene. Wenn du mit deinem Sein verbunden bist, ist das auch nicht nur auf irgendwo spiritueller Ebene, sondern da kommen klare Hinweise, klare Impulse, was du sofort im Jetzt und Hier umsetzen kannst. Das ist nicht irgendein Wischiwaschi in irgendeinem Raum, den wir nicht sehen. Und genauso ist es mit deiner Dualseele, die wird ganz, ganz klar und körperlich und räumlich zu dir gezogen, wenn du mit deinem Sein verbunden bist, und zwar immer. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video ein bisschen helfen konnte. Falls ja, dann lass bitte ein Like da. Du kannst auch gerne den Kanal abonnieren. Und ich wünsche dir alles Gute und einen schönen und erfüllten Tag im Leben mit deinem Sein.